Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte euch mal ein bisschen mein neuestes Spielzeug zeigen. Ist es nicht putzig? Moment, jetzt habe ich ja um den Hals hängen und kann es nicht abnehmen, weil ich ja einen Hut... Ah doch, es geht. Es geht. Ich habe schon gedacht, ich musste den Hut abnehmen. Ja, jedenfalls habe ich mal ein bisschen Kleinscheiß bei Delas Spezialdepot eingekauft, weil ich gedacht habe, das ist mal überfällig, dass ich da mal ein bisschen Kleinkram einkaufe. Der hat so wunderbaren Kleinkram, der Ulrich Dehler, so alle möglichen schönen Männerspielsachen. Das, was ich mir jetzt gekauft habe, hat überwiegend, also ich zeige euch jetzt nicht alles, aber speziell dieses Ding hier, hat eigentlich, naja, sagen wir mal eingeschränkten praktischen Nutzen. Für mich ist Kategorie Spielzeug. Entsprechend habe ich dieses Video tituliert. Das ist eine Multifunktions-Survival-Umhängen-Kapsel, wie auch immer man dieses Ding jetzt genau nennen möchte. Vielleicht seid ihr da auch schon mal drüber gestolpert. Kostet irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Euro und das musste ich haben. Unter anderem eben. Ja, also dann zeige ich euch dieses Objekt mal im Detail. Also zunächst mal, was hier klappert, das ist die Kugel in der großartigen Trillerpfeife, die hier verbaut ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, also man kann das Ding jetzt durchaus als Spielzeug abstempeln, vielleicht. Aber die Pfeife ist gut. Also an der ist wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Die ist schön laut. Ich habe keine Ahnung wie laut. Jedenfalls laut genug, dass ich mich nicht traue, richtig reinzupfeifen, ohne mir die Ohren zuzuhalten. Es ist eine Schnur dran. Ich glaube, das Ding heißt 5-in-1 Survival, was auch immer, Tool. Es gibt einen winzig kleinen Firesteel. Ob der funktioniert, werden wir gleich testen. Ich weiß es selber noch nicht so ganz. Es gibt einen Kompass. Der ist erstaunlich gut. Also der zeigt erstaunlich schnell tatsächlich nach Norden. Also wirklich ganz korrekt. Ich habe es mal mit meinem guten Marschkompass kontrolliert. Das stimmt absolut, ne? Und der macht das vor allen Dingen auch relativ schnell. Und wenn man mal testet, ich finde eine gute Methode, die Funktion von einem Kompass zu testen, ist, wenn man mit dem Messer hingeht und mal guckt, ob der sich damit irgendwie beeinflussen lässt. Und das tut er hier definitiv. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich weiß, das spiegelt jetzt ein bisschen, aber schräg halten geht ja auch wieder nicht. Dann zeigt er ja nichts an und jetzt ist plötzlich Norden hier, wo ich die Messerklinge hinhalte. Das ist natürlich Käse. Also auf gut Deutsch, irgendwas ist bei dem Ding definitiv magnetisch. Und wenn man die Messerklinge wieder wegnimmt, dann stellt er sich auch vergleichsweise schnell wieder auf Norden ein. Also für so einen kleinen, ja, Kompass ist der wirklich gar nicht so übel, muss ich sagen. Die nächste großartige Funktion von diesem Ding verbirgt sich im Deckel. Weg ist er. Denn, wie ihr hier sehen könnt, befindet sich im Deckel offensichtlich ein kleiner Spiegel. Das ist jetzt kein Signalspiegel. Oh, guck, da bin ich. Das ist jetzt nicht direkt ein Signalspiegel, aber hey, immerhin ist es ein Spiegel. Man könnte sich theoretisch im Wald rasieren, was ich im Übrigen nie tue, wenn ich auf Tour bin, aber es ginge. Und ja, gut, wer da experimentieren möchte und versuchen möchte, damit irgendwelche Signale zu vermitteln, darf das ja auch tun. Ist auch praktisch, wenn man sich irgendwelche Zecken an Orten entfernen will, wo die Sonne nie hinscheint und ja. Ja, und jetzt muss ich sagen, dass ich mir auch noch eine solche Matchbox, also Streichholz, Döslein, wasserdicht, hier mit Gummi-Isolierring, ist übrigens wirklich wasserdicht, das habe ich getestet, gekauft habe, weil da war jetzt noch so ein bisschen Survival-Kleinspielzeug in Anführungszeichen dabei. Ich meine, naja, ich zeige es euch gleich. Das habe ich jetzt hier rein verfrachtet, weil ich normalerweise, also außer jetzt, wo ich gerade sowieso beides mit rumschleppe, damit ich es euch zeigen kann, nicht einsehe, weshalb ich zwei solche Containerchen mitschleppen soll. Deshalb ist der Inhalt von dem hier jetzt da drin. Aber ich habe festgestellt, erstaunlicherweise hat sogar dieses Teil, abgesehen davon, dass es eine wasserdichte Dose für Streichhölzer oder was auch immer man da rein tun möchte, ist, hat sogar dieses Ding noch zwei Zusatzfunktionen. Ich bin begeistert. Ja, also so kleine Spielereien mit vielen tollen Funktionen finde ich ja genial. Nämlich hier unten ist tatsächlich noch ein kleiner Firesteel drin. Okay, den kann man zwar nicht wirklich verwenden, weil der nur so wenig absteht, dass man da einfach wie will man den denn striken? Also das ist mir nicht ganz klar. Man könnte ihn rausbrechen und ja,
könnte dann mit ganz viel Geduld vielleicht tatsächlich irgendwas super leicht Entzündliches in Flammen aufgehen lassen. Ich fürchte, meine motorischen Fähigkeiten reichen dafür nicht aus. Aber hey, es ist dabei, es ist doch schön, ne? Da kriegt man was für seine 2 Euro oder was das Ding gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so irgendwas um den Dreh. Es könnten auch 3 Euro gewesen sein. Und auch hier drin ist so ein kleiner Signalspiegel. Okay, der ist jetzt ein bisschen lose, aber das ist ja gar nicht schlecht. Dann kann man ihn immerhin auch in die Hand nehmen, um damit irgendwelchen weitergehenden Hallo Unsinn anzustellen. Gut, aber jetzt gucken wir mal wirklich rein, was ich da jetzt reingepackt habe. Also wie gesagt, Inhalt ist jetzt mit ein paar ganz kleinen Erweiterungen von mir das, was ursprünglich in dieser großartigen Dose drin ist. Ja, ich leere es mal auf den Boden und mache die Kamera entsprechend drauf. Na super, jetzt haben wir auch noch Regen hier im Walde. Ich habe mich zwar extra schon unter einer ziemlich dichten Tanne versteckt, in der Hoffnung, dass es hier nicht allzu sehr hinregnet, aber naja, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich hier durchweiche, beziehungsweise meine Kamera, und da muss ich auch abbrechen, weil ich habe diesmal überhaupt keinen Regenschutz dabei. Na, aber es langt sicherlich zeitlich noch, um euch zu zeigen, was ich Großartiges hier drin habe, nämlich erstens so ein Päckchen kleine Streichhölzerle. Stinkt normal, nichts Besonderes, aber hey, immerhin, ja, die haben auch einen Wert von 5 Cent oder so, mit Plastikfolie, bestimmt nochmal einen halben Cent wert. Dann ist auch ein wunderbarer Anzündstreifen dabei, der macht mir eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck, andererseits, naja, kann man auch nicht viel falsch machen. Ich habe mir erlaubt, ergänzend 2 kleine Fischer-Knicklichter reinzumachen. Und die Teile kennt ihr vielleicht aus meinem entsprechenden Video. Die habe ich jetzt ein bisschen abgeschnitten, damit sie hier auch reinpassen. Das sind so, ja, Ölofen-Anzünder, im Prinzip ein Streichholz in Wachspapier eingewickelt. Natürlich ist auch die obligatorische kleine Angelschnur dabei. Und ein schnicker, kleiner, schnuckliger Angelhaken. Ich weiß noch, als ich mein erstes Survival-Messer in Anführungszeichen hatte, also so ein furchtbares, dumpfes Ding mit hohem Griff, wo unter anderem eben auch ein Z drin war, das mehr oder weniger aus dem gleichen Bestand wie dem, was ich jetzt hier rausgezogen habe, einem Angelhaken, der war mir dann heilig, weil ich keinen anderen Angelhaken hatte und auch keine Möglichkeit gesehen habe, irgendwie in meinem Leben irgendwann nochmal an einen Angelhaken heranzukommen. Entsprechend, wie gesagt, war der sehr heilig. Da war auch so eine Schnur dabei, auch ein kleines Anzünd Täfelchen und ich glaube nur 4 Streichhölzer. So gesehen ist dieses Set schon echt erweitert. Und es war eine völlig unbrauchbare Drahtsäge dabei. Vielleicht kennt jemand diese Messer, die haben, glaube ich, einige von uns mal gehabt. Ja, und dann habe ich das eben jetzt, damit es eine gewisse Funktionalität hat, eben mit 3 solchen Wachs, Papier, Streichhölzern noch erweitert. Ja, und das war es im Wesentlichen, aber irgendwie cool finde ich das Ding halt schon, ne? Aber jetzt gehen wir nochmal kurz die Funktionen durch. Wir haben einen Signalspiegel, einen Kompass, das sind 2. Wir haben ein Stück Schnur, das ist auch eine Funktion, macht 3. Das Ganze ist ein Behälter, ein wasserdichter, 4. Hat einen kleinen Firestyle, 5. Und eben eine Trillerpfeife, 6. Also ich entdecke hier sogar 6 Funktionen. Okay, wenn man die Schnur mitzählt als Funktion. Gut, aber jetzt möchte ich nochmal ausprobieren, bevor ich jetzt nass werde, ob man denn mit dem Firestyle hier in irgendeiner Form was anzünden kann. Gucken wir mal. So, ich habe jetzt nicht allzu viele Versuche, weil es wirklich gleich wirklich hier sehr unangenehm. Also jetzt gucken wir einfach mal, inwiefern ich das jetzt mal hinkriege. Mal schauen. So schon mal nicht. Weil das Problem ist ja, man kann ja den Firestyle nicht in die Birkenrinde reinstellen, in Anführungszeichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein wenig überfordert tut mich das jetzt schon. Machen wir mal spaßeshalber so. Naja, also es hat gefunkt. Habt ihr gesehen, ne? Zack, und daneben. Also ich denke, wenn man sich einen großen Haufen Zunder hinlegt und dann tatsächlich so einen Funken da reinfliegt
Aber ich habe jetzt noch ungefähr für ja, 5 so große Funken hier Material. Zack. Ja. Aha. Naja, es hat gereicht, um mir ein Loch in die BW-Isomatte zu brennen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Also wie gesagt, wenn jetzt da zufällig ein vernünftiger Zunder gelegen wäre, hätte man sich jetzt also hier wahnsinnig gut vorbereitet, hätte das vielleicht unter Umständen sogar funktionieren können. Fast. War gefährlich. Naja, hat ein bisschen gedauert, funktioniert aber auch mit meinem Neck-Fire-Stil. Mit dem muss ich noch ein bisschen üben, das ist nicht das Modell, das ich gewöhnt bin. Ich zeige euch das Teil noch mal schnell. Also das ist hier so ein kleiner Fire-Stil, der hat hier so einen Kydex-Scheide, kann man dann entsprechend da reinstecken und kann man sich so als Neck Fire Steel umhängen. Wie gesagt, mit dem muss ich noch ein bisschen üben. Das war jetzt so mein erster wirklicher Praxisversuch. Ja, und jetzt, da ich immer noch nicht nass geworden bin, kann ich ja eigentlich auch noch mal einen anderen Fire Steel ausprobieren. Ich mache jetzt hier großes Fire Steel für Testen. Ach so. Für diesen Zweck zoomen wir vielleicht ein bisschen raus. Das Teil hier kennt ihr noch nicht. Das ist meine neue EDC Survival Dose in Anführungszeichen. Ist von daher super praktisch, weil durch diese Nierenform passt die einfach gut in die Hosentasche und lässt sich super in der Hosentasche mit sich rumtragen. Und da habe ich mir also einen nackten Fire Steel reingepackt. Irgendwann sage ich euch mal, was da drin ist. Habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht so die Lust. Mal schauen. Außer ich bin jetzt so sehr eingeregnet, dann, dass ich hier nicht mehr wegkomme, dann könnte man da noch mal drüber nachdenken. Gut, versuchen wir das mal. Hoppla. Ja, die Buschbox muss ja nicht direkt daneben stehen, das ist's. Na? Gut, habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber auch nicht mit Rum. Na? So, seht ihr nichts? Jetzt seht ihr was.
Jo, und zum Abschluss meiner Fire-Stil vergleiche ich hier noch meinen Standard. Und mit dem kriege ich das dann auch mit einmal hin. Nur um zu zeigen, dass ich nicht völlig blöd bin. Ne? Also das ist mein angestammter Fire-Stil von, ich glaube, Light My Fire, oder keine Ahnung von was der ist genau, aber der ist toll. Mit dem kriegt das auch, glaube ich, jeder Depp hin. Also selbst ich habe es damit gelernt. Das spricht ja dafür, dass es jeder Depp kann.